Sehr geehrte Damen und Herren, wir melden uns heute wieder aus dem Wohnzimmer Bruno Kreisky. Es ist ein großes Privileg, zu unserer republikanischen Geschichtsstunde. Ein noch größeres Privileg sind meine heutigen beiden Gästinnen, Emmy Werner und Frau Barbara Kosenhofe-Kalergi. Das Thema, das wir besprechen wollen, ist in etwa Österreich, österreichische Identität, Wien und Wiener Stadtgeschichte nach 1945. Und ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet. Im Vorfeld, mir ist eine Stelle im Tagebuch von Goebbels aufgefallen. Am 9. April schreibt er, die Wiener Vorstädte haben sich zugunsten der Roten Armee gegen uns erhoben. Man schreibt dann weiter, das haben wir jetzt von dem bei uns allseits so beliebten und so wunderbar gefundenen Wiener Humor. Und der Führer hatte schon recht, die Wiener sind ein widerliches Pack aus Polen, aus Tschechen, aus Juden und aus Deutschen. Und ich finde ja, das ist wahrscheinlich das größte Lob, das man zu dieser Zeit in diesem Zusammenhang aussprechen kann. Es ist mir eine zweite Szene aufgefallen, die von großer Symbolhaftigkeit empfunden habe. Im Rücken der Roten Armee, die seit 6. April aus dem Wienerwald, also aus den westlichen Bezirken vorrückt, im Rücken der Roten Armee stehen Männer, Kinder und Frauen auf, traumatisiert, geschockt, verwildert im Wahrsinn und beginnen mit Plünderungen. Es wird der Herzmanski geplündert, es wird gern groß geplündert, die großen Warenhäuser, es werden kleine Geschäfte geplündert und irgendwie zitiert das sozusagen mehr oder weniger ironisch den Beginn des Dritten Reiches, sozusagen den Aufstand einer entmenschten und ihrer Menschenwürde beraubten Masse. Die russische Besatzungsmacht hat dem sehr schnell ein Ende bereitet, aber es ist eine Szene, die sich mir eingegraben hat. Es werden die Weinlager, die Nazi-Größen müssen unglaubliche Weinlager angelegt haben in Wien, es werden die Weinlager gestürmt und ein Plündertrupp kommt in einen Tieffliegerangriff der Roten Armee. Und man sieht ein Bild, das eindringlich beschrieben ist. Es liegen die Leichen und die Schwerverwundeten auf der Straße und im Blut, und das mischt sich mit diesem Wiener roten Wein. Also für mich eine gewaltige Szene. Jetzt wollte ich Sie, liebe Frau Werner, gleich einmal fragen, wie sind denn Ihre Erinnerungen an diese Zeit? Vielleicht nicht konkret an den April, aber an diese Zeit insgesamt. Nein, konkret. Schon konkret an den April, genau an den April, weil es hat natürlich sehr viel damit zu tun, wo ist man aufgewachsen, in welcher Familie. Ja, in einem Haus, das war die Mikrokosmos, dieses Haus, da waren unglaublich eifrigste Nazis, da waren Verfolgte, aus welchen Gründen auch immer, die gerade noch durchgekommen sind. Es waren Anti-Nazis wie meine Familie, also ich war ja nur mit der Mutter und Großmutter, weil die Bruder und Vater waren unbekannt verschollen, mussten noch einrücken, ja, das muss man sich vorstellen, der Vater noch, der Bruder schon. Und ich war ja fast 6,5 Jahre, ich habe alles mitbekommen, alles. Die Angst, wo man nicht genau, die Angst, die ganz große Angst, die Sorge, also, und dann die wahnsinnige Freude, die jubelnde Freude. Ich werde diesen Moment nicht vergessen, wo wir, da waren ausgebombte Ehepaare bei uns, die sind dann zu uns gezogen, weil deren Häuser zerbombt waren, sind Wahlonkel und Wahltanten, alle ohne Kinder, 5 Leute, Großmutter, und diese unglaubliche, das habe ich in meinem Leben natürlich nie mehr, Gott sei Dank kann man sagen, weil so was Furchtbares, diese Freude, wo alle einander umarmt haben, das war da, aber nicht der 9. April, das war das der
ich glaube, das war der 13. April. Ihr Gedächtnis ist großartig, weil der Kampf um Wien hat genau bis zum 13. Bis 14. Genau. Und da haben wir nur ja so Angst gehabt, waren wir ja noch im Keller. Ja? Wir waren ja so viel im Keller. Sie müssen denken, die Kinder waren monatelang im Keller und wir haben dann nichts zum Essen gehabt und zum Trinken gehabt. Das Wasser war schlecht plötzlich, wieso weiß ich nicht. Haben die noch was reingehaut, die Nase ist im Rückzug. Jetzt ist das Wasser schlecht. Das Wasser war schlecht. Und wenn heute so viel natürlich von traumatisierten Kindern, Wohlstandskindern gesprochen wird, dann muss ich sagen, na gut, wir haben auch keine Psychologen noch gehabt. Ja? Dieses Eingesperrtsein im Keller mit der Angst, erst vor den Bomben, dann vor den SS-Lern, die noch kamen, Partisanen, Russen, so ging das ja. Die Kinder sind von einer Angst oder Sorge in die andere gekommen. Und dann war plötzlich, es ist vorbei. Diesen Schrei meiner Mutter, den höre ich halt, es ist vorbei, glücklich. Die zwei, drei Herrschaften, die haben sich sofort verkrochen. Da hat meine Mutter gesagt, jetzt müssen sie geschwind die Fahnen einhetzen und die Nazi-Abzeichen, die müssen sie ins Klo haben, weil die brennen nicht. Und jetzt habe ich so eine Angst gehabt, immer wenn ich aufs Klo gegangen bin, dass die hochkommen, die Abzeichen. Ich habe immer reingeschaut ins Klo, ob nicht die Abzeichen in die Höhe kommen. Ja, als Kind. Ja. So denkt ja ein Kind. Ja. Die müssen ins Klo, die werden nicht untergehen, die werden aufgekommen. Viel später sind sie dann symbolisch aufgekommen, würde ich sagen. Viel später. Ja. Ja, haben sie sich wieder traut, raufzukommen. Ich habe nur einen kleinen Einwurf. Die berühmte Wiener Hochquellenwasserleitung hat insgesamt 3500 Bombentreffer oder Splitter abbekommen. Das heißt, da ist Erde reingekommen. Ja, das heißt, die Wasserversorgung ist komplett zusammengebrochen. Ich denke, also man sagt auch immer, also diese treuenden Katastrophen, also es hätte jederzeit sozusagen eine galoppierende Inflation ausgelöst werden können, jederzeit Hungersnot, die ja dann auch im Winter 45, 46 einigermaßen mit großer Intensität herangekommen ist. Ich habe nachgeschaut, noch vor unserem Gespräch, es gibt eine Untersuchung der Gebietskrankenkasse unter Lehrlingen beiderlei Geschlechts und jugendlichen Erwachsenen, die im Berufsleben bereits stehen. Davon sind 70% der männlichen Jugendlichen und 40% der weiblichen Jugendlichen radikal unterernährt zu diesem Zeitpunkt mit einem ganz, ganz enorm schlechten allgemeinen Gesundheitszustand. Also, aber gewisse Krankheiten gab es nicht. Wohlstandskrankheiten gab es aber nicht. Okay, ja? Eigenartigerweise. Ja. Das wollen wir uns nicht wünschen, dass es auf diese Art passiert. Aber ein gewisser Mangel hat auch gewisse Krankheiten vermieden. Wenn wir dabei sind, haben Sie diesen gewissen Mangel im unmittelbaren Erleben eigentlich bereits als solchen empfunden? Oder? Ja, entschuldigen Sie, Hunger im Jahre, zwar komisch, nicht im Krieg, da wurde es, aber in diesen Jahren war es war reiner Hunger. Ich kann nicht einmal Bröseln weghauen. Ja? Ich versuche sogar die Bröseln, die Vogeln zu füttern. Hunger. Mein Vater hat ihn, bevor er noch einmal raus musste, haben sie nochmal vom Schreibkraft ins einen Sack weißer Bohnen irgendwoher und die haben wir eingeweicht, durfte man nicht kochen, kann das Wort Bohnen nicht mehr hören. Und da haben wir überlebt mit den weißen, durchs Wasser weich gewordenen Bohnen, weil das ist alles drinnen. Also zu sagen, den Mangel gespürt, wir haben gehungert im wahrsten Sinne des Wortes. Hungersnot. Nicht lang. Nicht lang. Aber ich weiß, was die eben machen, wenn ich sehe, die Kinder und aus der dritten Welt. Ich weiß, was es bedeutet, wenn du nichts zu essen hast. Gar nichts. Ich habe jetzt ganz kurz eine, was Sie sagen, Hunger im wahrsten und im Wortsinn. Ich habe eine kurze Assoziation gehabt. Otto Bauer hat nach 1923 ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Die österreichische Revolution, wo eine Szene beschreibt aus einem Putschversuch vom 18. April 1919, der sogenannte Gründonnerstag-Putsch, und da sind die berittenen Polizisten
aufmarschiert auf der Ringstraße und teilweise wurden die dann von den Pferden runtergeholt. Die Pferde sind irgendwie gefallen, irgendwie zu Tode gekommen, Mordsaufruhr. Und dann beschreibt Bauer die Szene, wo die Menschen hingehen und aus den noch warmen Tierkadavern einfach Fleisch herausreißen, um irgendwie zu Fleisch zu kommen. Und mich erinnern diese von Ihnen geschilderten Szenen mit den weißen Bohnen und ähnlichem. Ja, es ist ein Verdorben, ein ganzer Land. Wieso plötzlich in der Nebengasse ein Berg von Ledger, sagt man, wie in Gurken, wurden ausgeschüttet, weil die keiner, woher die kamen, wissen wir nicht. Die Leute haben sich drauf gestürzt, die Kinder, ich bin dreimal mit einem Korb runter, um diese grässlichen Gurken. Es hat ja nicht lang gedauert, ja, aber bis Weihnachten war es, halb konnte man nicht mehr verhungern. Aber diese Gurken, diese zermatschten Gurken, waren Götterspeise. Sonst ist halt ein Kind. Trotzdem, weil wir bei 1918, 19 waren, irgendwie die Situation auch eine vergleichbare. 1919 waren. Und die Situation eine vergleichbare ist, 1945, 1946, es gab diesen revolutionären Elan oder diesen Aufruhr, diese massive Sehnsucht nach einer radikal anderen, im Idealfall sozialistischen und gleichen Gesellschaft, nach 1945 eigentlich nicht zu spüren. Zumindest hat man diese großen Putschversuche, diese Aufstände, diese Revolten, die wir 18 und 19 so sehr nicht nur in Wien, sondern eigentlich in allen Industriegebieten beobachten können, nicht gesehen. Es ist vielmehr eine kollektive Anstrengung zum sofortigen Wiederaufbau, ist natürlich auch ein bisschen mit Amnesie verbunden und mit Verdrängung verbunden, was einem alles in allem wenig wundern kann. Liebe Frau Kugenhofer, dürfte ich Sie fragen, Sie haben ja diese Zeit nicht in Wien, sondern in Prag miterlebt. Prag war ja dann auch im Gegensatz zu Wien nicht unmittelbares Kampfgebiet. Also bei uns war es ganz anders. Wir haben zur deutschen Minderheit gehört. Und also bei uns war der 5. Mai, der Tag der Kapitulation sozusagen, der wichtige Tag. Viele Deutsche sind aus Prag rechtzeitig raus. Meine Eltern haben naiverweise gesagt, wir waren vor Hitler da, wir werden auch nach Hitler da sein. Schwerer Irrtum. An diesem 5. Mai haben wir plötzlich ein Hakenkreuz an unserer Gartentür gefunden und kurz darauf kamen tschechische Polizisten und haben uns quasi zu unserem eigenen Schutz mit allen Deutschen aus dem Viertel in eine Straßenbahnremise gesperrt. Denn in diesen Tagen ist der Prager Aufstand ausgebrochen. Die tschechischen Widerstandsleute wollten die Stadt befreien, bevor die Alliierten kommen. Und Prag ist ja von der Roten Armee befreit worden. Die Amerikaner sind in Westböhmen stehen geblieben und haben die Hauptstadt quasi der Sowjetarmee überlassen. Und in diesen Tagen, bevor die Russen gekommen sind, gab es in Prag, also Sie können sagen, revolutionäre Verhältnisse oder auch Pogrom, beides, jedenfalls Mord und Totschlag. Es wurden also wirklich schlimme Gräueltaten vollbracht und also die Lazarette gestürmt und die Leute, die Verwundeten in die Moldau geworfen. Wir sind in diesen Tagen in dieser Straßenbahnremise gesessen, auch ohne Essen und Trinken. Ab und zu kamen Volksmengen, die gesagt haben, wir zünden die Bude an. Geschah aber nicht. Und also für uns war dann 3 Tage später, der Moment, wo wir Prag mit den deutschen Truppen, die sich mit den Tschechen geeinigt haben, dass sie, das waren vor allem SSler, dass sie nach Westen raus dürfen, sie wollten alles nur nicht den Russen in die Hände fallen.
Und da kam dann, es war so ein bisschen eine Szene, wie es wahrscheinlich im 30-jährigen Krieg war, eine endlose Menge von gemischt Soldaten und Zivilisten, die also wir waren natürlich ohne Gepäck und ohne gar nichts, die sich dann also auf einer langen Straße nach Westen bewegt hat. Wir haben den Einmarsch der Roten Armee nicht mehr erlebt. Für uns hat dann begonnen ein langer Fußmarsch Richtung Österreich. Also die Nachkriegstage haben wir erlebt eigentlich auf den Landstraßen von Bayern und zum Teil auch Österreich, wo also eine ganze Völkerwanderung unterwegs war. Das waren also demobilisierte Soldaten, Flüchtlinge, Entlassene, Gefangene, ein bunter Haufen von Bettelvolk, das sich da durch dieses eigentlich vom Krieg unbeleckte Bayern gedrängt hat. Ich habe es eigentlich als nicht furchtbar in Erinnerung. Es gab auch viel Hilfsbereitschaft und also dieses Abschotten, um Gottes Willen, man muss die armen Leute draußen halten, habe ich nicht in Erinnerung. Also es war eine Zeit, die sozusagen fast wieder archaische Verhältnisse hervorgerufen hat. Das Ziel war klar oder war es wichtig, einfach wegzukommen? Nein, wir wollten nach Österreich, weil mein Großvater hatte im Salzburgischen, im Lungau, ein Jagdhaus und das war unser Ziel. Es hat also ein paar Wochen gedauert, bis wir das eben, wie gesagt, zu Fuß erreicht haben. Aber Österreich war unser Ziel. Und für mich war das, also ich war damals 13, etwas ganz, ganz Neues, plötzlich in ein Land zu kommen, das Österreich heißt. Also ich habe in meiner deutschen Nazischule gelernt, ich bin ein deutsches Mädel. Und ich habe von zu Hause gelernt, Österreich ist Österreich-Ungarn, die Familie meiner Mutter kommt aus Ungarn. Also da waren Böhmen und Ungarn natürlich dabei. Also Österreich war für mich ein Vielvölkerstaat. Und dann gab es natürlich Deutschland, also, und plötzlich habe ich in der Schule gelernt, Österreich ist ein kleines Land, das weder mit der Monarchie was zu tun hat, noch mit Deutschland was zu tun hat. Und mir ist unvergesslich, wie wir 1946 gefeiert haben, 850 Jahre Österreichi, die Österreichi-Urkunde. Und also das darf man einem Archivar nicht sagen, aber ich habe mir gedacht, was soll ich machen mit diesem Stück Papier? Da ging es um eine Grundstücksschenkung in Neuhofen an der Ips. Ich habe nicht gewusst, wo Neuhofen an der Ips ist. Und da gab es eine große Feier. Und der Sinn der Sache war natürlich, dass das Wort Österreich, so ähnlich war wie Österreich. Also das war, bisher hat es Ostmark geheißen und jetzt heißt es Österreich. Das war also irgendwie wichtig und vor allem sollte es, also es war ein Gründungsmythos, wenn du willst, eine Gründungserzählung, die mir absurd vorgekommen ist, aber die schon beweisen sollte, dass es ein Österreich gibt, das eben sowohl mit der deutschen als auch mit der Vielvölkerstaatsgeschichte gar nichts zu tun hat, denn wir sind die Unschuldigen, die überhaupt, also die ganze Nazi-Zeit war ein Unfall der Geschichte und also jetzt sind wir sozusagen wieder im friedlichen Österreich. Ist nicht von dir der Ausspruch? Ist das nicht von dir der Ausspruch? Wir feiern eigentlich 1000 Jahre Aktenlauf. Ja. Ja, ist doch herrlich. 850. Aber immer gemerkt, ja, so besser ist man. Ja gut, ich meine, es entspricht sozusagen ein bisschen auch dem österreichischen Beamtencharakter, dass also ein amtliches Schriftstück die Gründungslegende ist. Und das verehrt wird dann, dieses Schriftstück. Aber der Herr Nadertaner ist ein Archivar und liebt Dokumente. Ich liebe sie auch. In der Tat, ich liebe Dokumente und off-records, darf ich Ihnen sagen, vor
Kundenoffice, Sie haben sehr recht, die Österreich-Urkunde als Urkunde und als Schriftstück darüber, was sie uns mitteilt, ist eigentlich nicht bedeutend. Ja. Es ist in der Tat die Namensnennung, die erstmals sozusagen dokumentarisch immerhin. Das Dokument Ostern, ich finde Österreich bezaubernd. Ich finde, man sollte das auch nennen, weil Österreich ist ja nicht so... Ich finde Ostarichi. Ich würde gern sagen, ich bin aus Ostarichi. Das klingt aber toll. Ich werde auch jederzeit das hohe Lied der Österreichischen, insbesondere der josephinischen Bürokratie singen. Das ist überhaupt keine Frage. Was ich aber sagen wollte, und das ist ja bei Ihnen beiden jetzt schon sehr, sehr deutlich geworden, auch der Freudenschrei der Mutter, das ist, wir sind wieder da, es ist diese furchtbare Zeit vorbei. Man hat etwas gesucht, woran man sich halten kann. Ich meine das jetzt von der staatlichen Identität her, ja? Oder vielleicht von der kulturellen Identität her. Ja? Man hat irgendwo versucht anzuknüpfen, es durfte nicht monarchistisch sein und es durfte keinesfalls nationalsozialistisch oder faschistisch sein. Man hat dann so Anleihen genommen, die schon auch aus der Zeit 34 bis 38, also für die Historiker üblicherweise die Zeit des Austrofaschismus, so einen betonten Österreich-Nationalismus. Ja? Also für mich, ich bin, das sind wir schon in den 50er Jahren, aber ich kann mich erinnern an die Wiener Universität in den 50er Jahren, das war für mich eine Neuauflage des Ständestaats. Denn also die Sozialdemokraten waren ja von ihrer Tradition her großdeutsch, also Otto Bauer und Viktor Adler haben in der Tradition von 1848 die Zukunft gesehen in einer gesamtdeutschen bürgerlichen Revolution. Und sozusagen die kleinen österreichischen Patrioten waren natürlich Dollfuß und Schuschnigg. Und die Beamten aus dieser Zeit, das habe ich auch erst kürzlich erfahren, wurden ja im Gegensatz zu Deutschland nicht bei der Machtergreifung übernommen, sondern rausgeschmissen. Das heißt, also die führenden Leute von damals, die keine Nazis waren, die also österreichische Patrioten waren, waren dann die Tonangebenden. Ja. Und das war also der Tenor auf der Universität und auch im Staat, also ein kleinösterreichischer, katholischer, wenn man will, Patriotismus. Es war also das linke Element, das jüdische Element und das sozusagen europäisch-internationale Element war nicht da. Also für mich war es ein bisschen... Das Kulturelle, das muss man auch sagen. Also sozusagen, es war ein Neuanfang, aber eben auf einer sehr, sehr klein österreichischen Ebene. Ich möchte ein kleines Beispiel sagen aus dem Theaterbereich. Eine der ersten Aktionen war nach dem Krieg, das deutsche Volkstheater durfte nicht mehr deutsches Volkstheater heißen. Ja, aber wie nennen wir es? Wäre eigentlich logisch gewesen zu sagen österreichisch. Das wollte man auch nicht. Das war ihnen auch suspekt. Österreichisches Volkstheater. Was macht man? Ich selber habe 20 Jahre lang nachgedacht, wie man es nennen könnte. Und dann blieb der Rumpfbegriff Volkstheater über. Das deutsche Theater in Hamburg hat nicht einen Augenblick dran gedacht, das Deutsch wegzunehmen. Aber Deutsch war so verfemt, der Ausdruck. Wir haben ja auch Unterrichtssprache. Ja, ja, natürlich. Nicht Deutsch, Unterrichtssprache. Ja? Könnte man heute sagen, was haben wir denn? Türkisch, Serbisch, Kroatisch. Wir haben viele Sprachen, Gott sei Dank. Finde ich. Aber dieses Wegnehmen des Wortes Deutsch und nichts anderes dafür finden, das finde ich ist symptomatisch für die erste Zeit. Ich finde es sehr, sehr interessant, gerade weil Sie auf diesen Aspekt hinweisen, dass man ja zum Beispiel Ernst Fischer, der ein großer, großer Intellektueller war, ein unglaublich gebildeter Mann und Unterrichtsminister für die KPÖ, dass auch er auch ganz offensichtlich sucht. Ja, der Ernst Fischer war ein begeisterter Österreicher, war er ja, wirklich, also ja, auch in seinem Habitus. Ist ja auch interessant. Also für mich ist eine der wirklich Todsünden dieser Zeit
dass man alles getan hat, um die Emigranten nicht zurückzuholen. Ja, das ist die Deutsche. Also, und das hat natürlich speziell, gilt das für die Sozialdemokraten, die, also die viele führende Leute waren natürlich Juden, die waren also entweder tot oder emigriert, die wollten sie nicht zurückhaben und haben dann zurückgegriffen auf ehemalige. Also Sie werden das alles viel besser wissen, aber Bruno Kreisky war ja damals im Kabinett von Bundespräsident Körner und er hat berichtet, dass kistenweise, also 1948 dann, wie der Kalte Krieg ausgebrochen ist, kistenweise Ansuchen gekommen sind auf Entnazifizierung und die, speziell die Sozialdemokraten, die ja, denen ja die Intellektuellen gefehlt haben, haben gerne auf diese ehemaligen zurückgegriffen. Die ÖVP hatte ihren CV, die hatten ihre Leute, die SPÖ kaum. Und die Leute, die zurück, besonders Otto Leichter fällt einem da ein, der ja zurückgekommen ist, sich unerwünscht gefühlt hat und enttäuscht wieder nach New York zurückgekehrt ist. Also das hat alles dazu geführt, dass also die ersten Jahre des wiederauferstandenen Österreichs doch sehr in der Nachfolge des Ständestaats waren und dann auch also doch ein bisschen mit dem Wiedererstarken der entnazifizierten Ehemaligen. Aber leider, Barbara, haben sich die Leute wohl gefühlt in dieser Suppe. Ja, ja, sicher. Die Leute haben das durch, man hat so seinen Frieden ja haben wollen und jetzt nichts. Ne? Hauptsache, der Krieg war aus, ja. Und wer war denn das in der Regierung, der gesagt hat, ich bin dafür, das ja alles in die Länge zu ziehen, mit der Wiederkunft. Ja. Man wollte nicht, ja, mein Vater, ich war sehr wach schon als kleine, als Achtjährige, wie die dann endlich doch zurückgekommen sind, unverletzt, hat gesagt, das wird dauern, das wird dauern. Nur, er ist 1980 gestorben und da hat er gesagt, dass das so lang dauert. Das haben wir nicht vorstellen können. Ja. Ja? Ich muss ein bisschen eine Lanze für die Sozialdemokraten brechen, weil die, was die Wiener Organisation anbelangt, zum Beispiel einen ganz radikalen Entnazifizierungskurs gefahren sind, im Gegensatz zu den niederösterreichischen Sozialdemokraten. Die haben ja auch mit der KPÖ, wie hat der Stadtrat geheißen, der Kulturstadtrat? Matejka. Ja. Der hat sich schon auch eingesetzt, ja, für die Entnazifizierung. Ja, muss man sagen. Also du musstest, um wieder in die SPÖ aufgenommen zu werden, musstest du zwei Zeugen beibringen, die antifaschistische Gesinnung sozusagen bestätigt haben. Ja, das wird sich in vielen Fällen einrichten haben lassen, aber es war immerhin stabilisierend. Ja, spricht ja auch vieles dafür, dass man nicht also einen großen Teil der Bevölkerung einfach draußen lassen. Ja, aber ich muss ja nicht. Ja, natürlich. Das zum, hat ja dann das, auch Kreisky also zum Zweck. Naja, aber wenn der Name Helmer gefallen ist, also Helmer hat schon alles Mögliche. Aber wer da in den Akademikerbund, der sozialistischen Akademikerbund aufgenommen wurde, ist eine Schande. Ja? Wie sich später herausgestellt hat, ja. Wollte nur vielleicht da angeknüpft haben. Ja? Also Helmer hat ja sich wesentlich dafür stark gemacht, auch den Bruno Kreisky draußen zu lassen, ja, der dann doch über Intervention Körner, Sie haben es ja erwähnt, zurückgekommen ist. Oskar Pollack zum Beispiel ist unmittelbar, der ist sofort wieder da, am 15. Mai kommt die erste AZ und Oskar Pollack verlässt seinen Chefredakteursessel nicht mehr. Der Punkt dabei ist nur, auch Oskar Pollack, ja, der von vornherein sagt, dass sowas wie Immigranten draußen, das gibt es nicht. Auch Oskar Pollack spürt das mit der Zeit und der spürt es sehr, sehr stark, ja, dieser subkutane, latente Antisemitismus, der da noch weiter wirkt. Im Übrigen für alle Parteien und für alle. Wir dürfen jetzt ja nicht nur ein Bashing in die eine Seite, aber da sind wir vielleicht, unsere Familie jetzt besonders geschmerzt, weil der Vater sich sehr verbunden gefühlt hat, den Sozialisten hat er das geheißen, ja, die Mutter nicht, weil die Fantreppe muss mehr in die Kirche gehen, also so ist aber ganz gut, wenn man so aufwächst, ja, wenn da so Diskussionen sind, aber das hat halt mehr geschmerzt, zum Beispiel meinen Vater, dass die nicht so sind, wie er es gern gehabt hätte, nicht? Nämlich alle raus, die verdächtig waren. Aber es ist
das haben Sie bereits angeführt, es ist natürlich, und das immer, wenn ein radikaler Systemwechsel kommt, es ist natürlich schon ein Problem der Eliten, auch ganz wesentlich, ja, weil wo nimmt man es her? Ich meine, die Richter waren zu 90% Nazi, die Lehrer vielleicht zu 100%, was weiß ich, ja, und ähnliches mehr. Ja. Also das heißt, so ein neu entstehender Staat braucht ja natürlich, muss auf Funktionseliten zurückgreifen schwierig. Und die waren noch am ehesten eben aus dem ehemaligen Ständestaats. Reservoir da. Aber 10 Jahre später, 1955, und das gehört auch zu der Erbsünde dazu, da war es nicht notwendig, dass Oper und Burgtheater in den höchsten Funktionen eröffnet wurden von aber solchen Nazis. Ja? Das war 1955, kann man mir nicht einreden, dass man da nicht auch andere Künstler gefunden hätte. Frau Werner, ein kleines Beispiel, das mir einfällt, weil es so sinnfällig ist. Clemens Krauss dirigiert die Wiener Philharmoniker am 17. April im Konzerthaus. Das ist eine unglaubliche Leistung. Die Eleonoren-Symphonie, logisch, ja, Ouvertüre aus dem Figaro, etc., etc. Das Urösterreichische sozusagen, ja, das kulturell Österreichische. Werden die Deutschen nicht gern hören, aber bitte. 17. April 1945, ja, in einem doch sehr stark in Mitleidenschaft gezogenen Konzerthaus. Auch auf bestimmten Wunsch der sowjetischen Besatzungsmacht, und man nimmt den Clemens Krauss als Dirigenten. Ja, der Clemens Krauss hat 1941 das erste Neujahrskonzert der Philharmoniker dirigiert. Er ist Direktor des Mozarteums, der Reichshochschule Mozarteum gewesen. Er war Intendant der Salzburger Festspiele in der Nazizeit. Er hat seine Intendanz gewidmet dem Politiker und Künstler Adolf Hitler. Und ist sofort wieder Dirigent unserer Treuhänder des Erhabenen und Schönen. Diese Phrase habe ich mir auch gemerkt, das ist aus dem Neuen Österreich. Und wird dann wenig später für 2 Jahre mit Berufsverbot belegt, wegen erwiesener nationalsozialistischer Gesinnung. Ja, aber nicht alle, die waren ja viel belasteter, ja, als der Clemens Krauss. Ja, und die Diskussion um den Clemens Krauss war, naja, so viel. Ja, so und viel im 47er-Jahr, aber im 47er-Jahr hat man schon gar niemanden gehabt, ja? Ja. Also das ist eine überaus komplette, Entschuldigung, ja, ich meine, ich glaube, dass es natürlich auch was für sich hat, dass das Ganze also ein bisschen im Namen der Versöhnung und der Einheit und so entstand, auch also das besetzt, das Land ist von Ausländern besetzt, also dass man da sozusagen die große Abrechnung nicht gemacht hat, da lässt sich auch einiges dafür sagen, und nicht jeder, der in der Nazi-Partei war auch ein Verbrecher. Genau. Also, also für unsere Generation war das natürlich schon ein ziemliches Problem, und die Generation, die dann in den 60er Jahren erwachsen worden ist, hat dann diese Auseinandersetzung geführt, und gab es natürlich auch Tragödien auch in den Familien, weil natürlich die Kinder dann den Vater gefragt haben, was hast du eigentlich gemacht. Also diese Diskussion hat es gegeben, aber eben mit einer Verspätung, die vielleicht notwendig war. Dazu waren wahrscheinlich die Leute im 45er Jahr oder im 55er Jahr auch einfach noch nicht so aber weit. Nicht so lange, die Verzögerung hat ja letztlich gedauert bis, entschuldige, haben wir es schon hinter uns? Noch immer nicht. Ich würde sagen, so quasi staatsoffiziell und als Mission eines Regierungschefs, ja, ist es eigentlich erst mit der Waldheim-Frage geworden. Ich bin aber auch eher der Meinung, als Angehöriger, also mein Geburtsjahr ist 1954, bin auch eher der Meinung, dass die unmittelbare, radikale Aufarbeitung wahrscheinlich nicht geht.
Na, man ist naja, ja irgendwie aber Zeuge des größten Verbrechens der Menschheitsgeschichte geworden. Und das war ja natürlich, und zumindest passiv hat man es vielleicht geduldet oder wie auch immer, das ist ja auch ein Trauma. Ne? Also ich möchte eigentlich jetzt eine Lanze brechen für Bruno Kreisky, der es ja irgendwie geschafft hat, diese Versöhnung zustande zu bringen, ohne Kompromisse zu machen. Also ich kann mich erinnern, dass es war irgendwann in den 50er Jahren in Alpbach eine ganze Gruppe von RFS-Studenten, also ringfreiheitliche Studenten, da war, die waren ganz begeistert, weil der Kreisky sie empfangen hat. Worüber hat er mit ihnen geredet? Über das Jahr 1848, also eine der Epochen, wo es zwischen Deutschnationalen und Linken eine Gemeinsamkeit gegeben hat. Da hat er sich nichts vergeben. Da war es möglich, diese Brücke zu schlagen. Und diese Jungs sind, also der Frischenschlager war dabei, die sind dann eh alle zur Heile Schmidt gegangen. Und dann kann ich mich erinnern an, also das war ja eine große Diskussion, Otto von Habsburg kommt nach Wien und der berühmte Handschlag zwischen Otto von Habsburg und Bruno Kreisky, das war im Rahmen eines Pan-Europa-Kongresses, also eine honorige Veranstaltung. Das war eine quasi Versöhnung mit der Geschichte, ohne also da irgendwelche monarchistischen Tendenzen zu stürzen. Aber ich glaube, das war der Weg, wo man auf eine anständige Weise Brücken schlagen konnte, ohne sich sozusagen auf unanständiges Gleis zu bewegen. Und die Kirche, und mit der Kirche hat das auch. Auch ja, genau. Das, mit das der Kirche. Und, aber wann war die Rede von Wranitzky, die war nach Kreisky, wann war die berühmte, wir sind ein Mittäter, wann war die Mitte 90 doch erst, oder? Anfang der 90er. Anfang, also 1991, ja. Das halte ich einen absolut entscheidenden Opfer und Täter war dann die Formel. Bitte? Die Österreicher waren Opfer und Täter. Besser ja kann man früher war ja, das ist ja auch witzig, nicht? Beim Staatsvertrag hat uns ja geholfen, ja, die Tatsache, dass also unsere Leute gesagt haben, Österreich war das erste Opfer des Nationalsozialismus und also jemand wie der Figl, wie der damalige Bundeskanzler, konnte das auch mit einer gewissen Glaubwürdigkeit sagen, er war im KZ. Er war wirklich kein Nazi. Aber das war dann sozusagen das Alibi für alle. Und also wenn man bedenkt, dass man sich damals zum Beispiel auf den Partisanenkampf in Kärnten berufen hat, diese selben slowenischen Partisanen, die man nachher als Volksverräter ausgeschlossen hat, die waren aber andererseits wieder einer der Gründe, dass wir den Staatsvertrag bekommen haben. Also das ist schon alles ziemlich fragwürdig, aber es dauert eben offenbar, bis man mit dieser komplizierten Vergangenheit halbwegs auf gleich kommt. Ja, das sieht wir sehen ja, dass das eigentlich auch in vielen anderen Ländern in der so DDR, ist. Also die DDR-Vergangenheit, das ist doch, sehen wir ja, dass das letztendlich auch so tragisch verläuft, ja, was sich dort abspielt. Und die haben so kurz diese Diktatur, also nein, im Vergleich zu Österreich natürlich lange Diktatur gehabt. Da fangen sie nicht, ne? Da fangen sie nicht, diese neuen Bundesländer. Es gibt ganz offensichtlich sozusagen diese ungeheuerlichen Nachwehen in politischer, in sozialer, in moralischer Hinsicht. Sehr, sehr viel mehr. Man könnte endlos darüber reden und für mich ist es ein Thema, das mich immer sozusagen unter Anführungszeichen fasziniert hat, ja. Die Rückholung oder Nichtrückholung der Immigranten ist ja beileibe nicht nur im politischen Feld, es geht ja im Feld der Neurologie zum Beispiel, nicht? Immer später mit Gross und Ähnlichem, was auch aufgebrochen ist. Es geht ja de facto auf allen Gebieten. Aber eins ist doch sehr, sehr, sehr bemerkenswert und das ist, dass sich dieser neue Kleinstaat in zunächst einmal ungeheuerlicher Anstrengung irgendwie erfängt, dann mit großer amerikanischer Hilfe
als mehr oder weniger stabiles Staatengebilde konstituiert. 81% der Marshallplan-Gelder bleiben im Westen des Landes, 19% in Wien und in Niederösterreich, wo es einen sehr, sehr starken russischen Wirtschaftsfaktor gibt, die USIA-Betriebe oder sowjetischen Wirtschaftsfaktor, wie man sagen müsste. Und dann kommt so etwas, die Bürgerkriegsgegner von gestern, ist aber der Mythos unserer neueren Geschichte, aber es ist schon im realen Kern auch, Bürgerkriegsgegner von gestern gehen plötzlich, zumindest was die Wirtschaftspolitik anbelangt, gemeinsame Wege und werden nicht mehr Klassengegner, sondern neuerdings Sozialpartner. Es ist schon etwas sehr Beeindruckendes. Was es auch woanders nicht gibt, also so etwas wie Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, das ist schon eines der großen Errungenschaften, die jetzt ja wieder in Frage gestellt wird. Ja, leider. Also finde ich, leider. Weiß nicht, oder? Also, und ich meine, was man also vielleicht auch sagen müsste, ist, dass eine Erbe der österreichischen Monarchie war natürlich der Vielvölkerstaat. Das ist etwas, was uns natürlich auch erleichtert hat, das Leben in der Europäischen Union. Und das ist auch etwas, was ich finde, dass wir das leichtfertig ein bisschen links liegen lassen und uns auf unseren Kleinstaat-Nationalismus besinnen, obwohl wir eine Tradition haben, die weiterreicht. Also ich erinnere mich, dass Jörg Haider einmal gesagt hat, über den damaligen Chef des Verfassungsgerichtshofs Adamowitsch, hat er überhaupt eine Aufenthaltsbewilligung. Und in der österreichischen Tradition hat er natürlich eine Aufenthaltsbewilligung. Es war durch Jahrhunderte Warenzuwanderer ein Teil, ein selbstverständlicher Teil der österreichischen Bevölkerung. Das, glaube ich, ist etwas, was Kostbares, was wir weiterführen hätten sollen und was wir, finde ich, nicht weiterführen. Ja, aber woher kommt denn das, dass die Vielfalt als etwas Negatives gesehen? Ist das eine österreichische, kleinösterreichische Eigenschaft? Ich persönlich habe mütterlicherseits 4 verschiedene Wurzeln. Ja? 4, die berühmten, die wir alle aufzählen. Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, noch irgendwas. Naja, Slowenisch, natürlich. Und dann vom Vater aber Wien, 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 Wien bis ins 14. Jahrhundert. Gute Mischung, typisch. Aber die Vielfalt, dass ich das so toll würde empfinden, dass Menschen verschiedene Sprachen, wenn du über die Kärntner Straßen gehst, sprechen und dass sie vielleicht anders ausschauen und dass man auch etwas davon bekommt von anderen Kulturen. Wieso wird die Vielfalt negativ besetzt und nach wie vor sehr politisch negativ besetzt? Die Vielfalt. Das verstehe ich nicht. Und ich denke mir immer, also wenn man so Angst hat um seine Identität, ehrlich gesagt, dann hat man keine. Es gibt diesen schönen Satz, Österreich ist die Negation des Nationalen. Ja? Und das hat ja sozusagen für dieses mitteleuropäische oder zentraleuropäische Staatenkonstrukt über eigentlich ein halbes Jahrtausend in der einen oder anderen Form Gültigkeit. Will nicht heißen, dass man die Monarchie idealisieren muss oder was auch immer. Naja, mein Einfluss ist doch ausgebeutet wurde auch nicht. Natürlich, und es war mit klaren sozialen Hierarchien, die uns heute nicht einmal mehr vorstellbar sind und ähnliches mehr. Und der republikanische Gedanke ab 1848 war ein staatsfeindlicher Gedanke. Das muss man schon auch immer sagen. Ja? Aber jetzt sage ich mal, obwohl man das nicht sagen soll, dass man vergleicht und auf. Woanders war es noch schlimmer. Ja? Also der Franz Josef hat nicht Menschen die Hände abhacken lassen in Kolonien. Oder haben wir überhaupt Kolonien gehabt? Nein. Eben. Zum Beispiel. Darüber mögen wir uns streiten, aber Bosnien seit der Annexion könnte so etwas wie eine Kolonie gewesen sein. Galizien. Da fällt mir immer eine Geschichte ein, die ich wunderbar finde. Es ist nach der Annexion ein bosnisches Regiment durch die Steiermark marschiert mit orientalischer Musik und ein Fes auf dem Kopf. Die Steirer haben ihnen Steine nachgeworfen, die Redelsführer wurden sofort eingesperrt, denn das war Teil der österreichischen Armee, Punkt, die wird nicht beleidigt, wurscht, was sie für eine Religion haben und wo sie herkommen.
Also das ist auch ein Erbe, das sich eigentlich lohnen würde zu behalten. Aber wir haben ja das, die Mama hat immer gesagt, die ist in Simmering aufgewachsen. Da hieß es, auf der Simmeringer Hart, auf der Simmeringer Heide, beginnt der Balkan. Das war aber nicht negativ gemeint und lustigerweise hat es gestimmt. Ja, es hat gestimmt. Von dort ging es da runter. Landstraße hat man schon gesagt. Ach so, Landstraße. Also ich bin mal gerade auf der Simmeringer Art, ja, da beginnt der Balkan. Und da haben sie auch schon ein bisschen anders geredet irgendwie. Ja. Das war schon eigenartig, so ebenso Steppe und irgendwie fremdartig. Aber es war nicht bösartig gemeint. Ja. Es war eigentlich eine Art von, naja, unsere da, unsere. Ja, ja. Unsere Tschuschen. Das hätte ich mir jetzt nicht getraut, aber natürlich hat man das gesagt. Hat man das gesagt schon vor 100 Jahren? Ja. Es ist doch sehr, sehr interessant. Wir haben uns überhaupt kein Konzept gestellt für unser Gespräch. Es ist doch sehr, sehr interessant, dass wir nach der Bestimmung eigentlich des Österreichischen oder nach der österreichischen Identität fragen. Ja? Da kommt man nicht ohne dem Übernationalen aus. Ja? Also das ist schon sehr, sehr interessant. Nur, ja, was heißt das Übernationale, was ja unser eigentliches Erbe ist, was heißt das für diesen Kleinstaat nach 1918, nach 1945, ja, der da irgendwie halt übrig geblieben ist von dem großen multinationalen Gebilde. Ne? Und da denke ich mir schon, sehr oft ist es schon sehr nachvollziehbar, auch dass die Menschen ein Problem mit ihrer Identität, mit der Kleinstaatlichkeit. Ne? Wir Österreicher sind ja so gern Weltmeister in allem, aber ja, dann aber doch nur Bürger eines ganz, ganz kleinen also, Landes. Ja, aber da ne? finde ich, kommt uns, also die Europäische Union wunderbar entgegen. Da können wir ja wieder international und großzügig sein. Und ich versteige mich sogar dazu, dass wir in den Genen, weil ich wurde immer beschuldigt in meiner Theaterarbeit, ich tue zu wenig über die Grenzen und Leute einladen. Und ich habe gesagt, entschuldige, wir sind in Wien, Weltstadt, was brauchen denn die anderen? Und da haben wir gedacht, aha, das ist natürlich ganz falsch gedacht. Ja. Aber ich habe da anscheinend noch was in den Adern von diesem großen Österreich, Wien, das Zentrum der Welt. An Schmarrn habe ich dann gemerkt, aber ich habe das so gespürt und bin aber nicht in keiner Weise monarchistisch geprägt also aufgewachsen. Zum Beispiel, also für mich Integration ist jetzt ein großes Wort, aber für uns Flüchtlinge damals war das natürlich auch ein Prozess der Integration. Und in Salzburg, im Lungau, haben wir immer die Salzburger Landeshymne singen müssen. Land unserer Väter, lass jubeln, dich grüßen. Das haben wir bei jeder Gelegenheit gesungen. Das war auch irgendwie, die österreichische Bundeskinder hat es noch nicht gegeben. Und das war auch irgendwie harmlos. Also ja. es war also nichts mit Monarchie, ja. Nichts mit Deutschland. Väter geht. Salzburg. Väter, und für mich war dann Wien eine Befreiung, weil da natürlich auch also mit der ganzen Literatur der Zwischenkriegszeit und mit den Gebäuden und mit allem, da war dann wieder diese Weite da, die immer noch übrig geblieben ist. Und ich finde das ein wunderbares Erbe, dass uns eine herrliche Rutschen nach Europa gibt, die wir also Gott sei Dank so klein. Die wir zu wenig ausnützen. Oder findest du, wir sollten größer sein? Nein, aber wir sind in der EU herrlich, im Zentrum des Mitteleuropa. Das ist doch so wunderbar, dass da so ein Herz inmitten, ist das aus der Bundeshymne? Liegst du inmitten? Herz vielleicht. Wie? Herz, Herz. Es gibt dann Wiener Lied von meinem Vater. Das ist doch die Bundeshymne, oder? Die Bundeshymne. Ja, liegst im Erde. Ich glaube, es ist ganz wunderbar und ich denke, wir könnten unser Gespräch sehr, sehr lange in diese Richtung weiterführen. Wir haben eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Ich darf vielleicht zwei abschließende Fragen stellen, die ich nicht vorbereitet habe, die mir jetzt so im Gespräch gekommen sind. Anschließend dann an Ihre Meldung der überzeugten und auch der empathischen Europäerin.
ist Österreich, ist Wien so etwas wie eine Heimat geworden? Unbedingt, unbedingt. Also, und zwar gerade deshalb, weil es eben nicht nur auf die Heimat eines Kleinstaates ist, sondern schon noch Elemente einer größeren Heimat ist. Und also ich finde, wir können alle froh sein, dass wir in dieser Stadt leben. Liebe Frau Werner, an Sie dieselbe Frage. Ist Österreich Heimat in dem Sinn geworden oder immer gewesen? Naja, ich bin da geboren, ich bin im Deutschen, im Österreich gezeugt worden und empfangen und habe aber im Taufschein schon den Hakenkreuz, also genau der 38er Jahrgang, wo man beides, ja, und ich kenne nur Wien, ich bin so begeistert, ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber den Wienern, das heißt auch mir, Wienerinnen gegenüber, aber ich kann nur in der Stadt leben. Also ich bin wahrscheinlich, bin ein Werbeträger für Wien, auch wenn ich ununterbrochen etwas ausbessere. Und schon in Burgersdorf habe ich Heimweh und ein bisschen weiter weg muss ich schon Wanderschuhe und Rucksack. Ich will zurück immer nach Wien und ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich mich wegbewegen soll aus Wien. Aber ich bin eine sehr genaue Beobachterin dessen, was nicht oft gut läuft. Und da mache ich mir den Vorwurf, zu wenig oft den Mund aufgemacht zu haben. Nun habe ich das Glück, so wie du, in deinem Bereich auch eine Heimat zu haben in der Kultur und mit den Menschen, die Heimat ist überhaupt die Menschen, die einem umgeben und wie die ausschauen und reden und was die für einen Dialekt haben und Gott sei Dank viele ausländische Freunde und ja, und die kommen gern nach Wien und ich bin stolz auf Wien und Wien wie nur du allein. Was könnte man Schöneres sagen als Ihre beiden Schlussstatements? Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.